Um im Ernstfall auf alles vorbereitet zu sein oder einfach um Fachwissen aufzufrischen, findet in Göppingen in unregelmäßigen Abständen der DRK-Fortbildungstag statt. In mehreren Kursen wurde jetzt auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei über Notfallszenarien referiert. Natürlich wurde auch der Einsatz medizinischer Hilfsmittel ausprobiert. Eines der behandelten Themen war der sogenannte MANF mit sehr vielen Verletzten. Mein Spezialgebiet war jetzt quasi die Einsatzführung und Einsatztaktik in Form von Massenanfällen von Verletzten. Das heißt, bei mehr wie 5 Patienten bis Patienten X, also bis 50 Patienten, gibt es eine ganz andere Einsatztaktik, wie man vorgehen muss. Logischerweise ein Patient, ein Rettungswagen, ein Notarzt ist relativ einfach zu handhabeln. Wenn man aber plötzlich mehr Patienten hat wie Kapazitäten im Landkreis, muss man die natürlich ein bisschen strukturieren. Das heißt, man muss von der Chaosphase versuchen, das so zu strukturiert abzuarbeiten, dass man wirklich das mit den Ressourcen, die man momentan zur Verfügung hat, auch handeln kann. Es wurde nicht nur die Theorie erklärt, sondern auch die Praxis geübt. So konnten die Teilnehmer in Kleingruppen Maßnahmen testen, die normalerweise eher selten zum Einsatz kommen. Sie mussten etwa ein Tourniquet oder eine Beckenschlinge anlegen. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, das im ganzen Landkreis quasi einmal im Jahr zu machen. Vor einfach für die Breitenausbildung und für die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte im Rettungsdienst, um einfach ein bisschen sich in Dingen fortzubilden, die sie halt nicht tagtäglich haben, beziehungsweise Fortbildung anbieten, die ihre Bereitschaften oder ihr Hauptarbeitgeber eben nicht anbieten, in Form von Sachen, die man nicht alltäglich hat, Kinderreanimation bis hin zur Einsatztaktik. Der Fortbildungstag bereitet die Teilnehmer auf außergewöhnliche Situationen und schwierige Szenarien vor. Denn besonders in ungewöhnlichen Situationen ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und richtig zu reagieren.